Sammer. Haaland noch nicht bereit für Bayern. Matthias Sammer ist der Meinung, dass ein Wechsel von Erling Haaland zum FC Bayern im Sommer noch zu früh käme. Im Interview mit der Sportbild sagte der frühere DFB-Sportdirektor: Das wird heute und morgen nicht passieren, weil der FC Bayern Robert Lewandowski hat. Ich würde Erling auch raten, unabhängig von der Vertragskonstellation den Wert von Borussia Dortmund zu sehen. Bevor Haaland den nächsten Schritt gehe, muss er fertig sein, perfekt. Er ist sehr, sehr gut, aber Details sind bei ihm noch nicht ganz ausgereift. Lewandowski war fertig, als er zu Bayern ging. Es war klar, er spielt in München auf Anhieb. Als Gegenbeispiel ging Usman Dembélé vielleicht einen Moment zu früh zum FC Barcelona. Erling ist weit, aber noch nicht fertig. Hernandez erklärt, so plant Bayern mit mir. Lucas Hernandez ist beim FC Bayern München nicht immer als Stammspieler gefragt. Der Franzose verrät, wie die Münchner mit ihm planen. Es stimmt, dass ich Phasen hatte, in denen ich weniger gespielt habe und andere, in denen ich mehr gespielt habe. Aber er hat immer Vertrauen in mich gehabt, sagte Hernandez bei L'Equipe über seine Situation unter Hansi Flick. Der Verein plane mit ihm im Zentrum, verriet Hernandez. Im Moment ist es schwierig, weil die etablierten Spieler auf einem sehr hohen Niveau sind, erklärte er. Aber ich habe noch 3,5 Jahre Vertrag. Die Innenverteidigung sei seine natürliche Position, die er bei Atletico Madrid erlernt habe. Finn Bogason mit Kampfansage an DFB. Alfred Finn Bogason vom FC Augsburg erwartet vor dem WM-Qualifikationsspiel der isländischen Nationalmannschaft gegen Deutschland keinen übermächtigen Gegner. Wenn man die letzten Ergebnisse sieht, ist es nicht mehr die Maschine, die es vor ein paar Jahren war, sagte Finn Bogason der Augsburger Allgemeinen. Das sei allerdings ganz normal, ergänzte der 32-Jährige. Jede Mannschaft, die die Spitze erreicht hat, hat eine Phase, in der es schwieriger wird. Besonders die fehlende Kontinuität in der Mannschaft von Joachim Löw sei für die Schwächephase verantwortlich. Es kommen junge Spieler nach, manchmal passt die Harmonie in der Mannschaft dann nicht mehr so. Deutschland sucht momentan ein bisschen seine Identität. Aufgrund einer langwierigen Wadenverletzung wird der FCA-Stürmer das Länderspiel allerdings verpassen. 16 Klagen gegen Watson, Anwalt schlägt zurück. Deshaun Watson gerät wegen angeblicher sexueller Übergriffe stärker unter Druck. Der Star-Quarterback der Houston Texans sieht sich mittlerweile 16 Klagen unterschiedlicher Frauen konfrontiert. Sein Anwalt Rusty Hardin sagte am Dienstag, er habe starke Beweise, dass eine Klage auf einer Falschaussage beruhe. Dies stelle auch die Glaubwürdigkeit der anderen Klagen in Frage, führte Hardin aus. Ich glaube, dass die Behauptung, Deshaun hätte eine Frau zu einem sexuellen Akt gezwungen, komplett falsch sind. Dem 25-Jährigen werden verschiedene sexuelle Übergriffe vorgeworfen. In den meisten Fällen handelt es sich um ausgebildete Masseurinnen. Watson selbst bestreitet die Vorwürfe vehement.